Computer Höft, Ihr Computerfachgeschäft in Templin und Seelow. Seit mehr als 5 Jahren wird hier mit hoher Qualität und gutem Service gearbeitet. Vertrauen Sie der jahrelangen Erfahrung unseres Fachpersonals mit Windows-PC, Apple- und Linux-Betriebssystemen. Besuchen Sie unsere Geschäftsstellen und lassen Sie sich beim PC- oder Notebook-Kauf professionell beraten. Wir bauen auch Ihren Wunsch-PC zusammen, genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Wir kommen auch gern zu Ihnen nach Hause und helfen direkt vor Ort bei Computersorgen oder bei der DSL-Einrichtung. Computer Höft. Gute Hardware, gute Preise. Auch im Internet unter www.computerhöft.de. Wir sind bereits mitten im Spiel der Frauen des SV Viktoria Seelow gegen die Damen des TSG Rot-Weiß Fredersdorf Vogelsdorf. Schon Anfang der ersten Halbzeit gehen die Seelowerinnen mit 1:0 in Führung und sie machen weiter Druck. Doch nicht alles läuft nach Plan. Patricia May mit der Nummer 16 fault ihre Gegnerin mit einem Tritt in den Bauch. Dass dies schmerzhaft ist, lässt sich unschwer vorstellen. Nicht lange und die Seelowerinnen haben eine weitere Torchance. Nadine Stiller, die auch schon das erste Tor geschossen hatte, versucht den Ball noch mit dem Kopf ins Tor zu bekommen. Dies weiß die Torhüterin des TSG Rot-Weiß jedoch zu verhindern. Und eine weitere Chance. Nadine Stiller läuft mit dem Ball praktisch ins gegnerische Tor und erzielt das 2:0 für den SV Viktoria Seelow. Jetzt müssen die Frauen des TSG Rot-Weiß-Fredersdorf-Vogelsdorf handeln. Ihre einzige wirkliche Chance in der ersten Halbzeit noch einen Treffer zu erzielen, weiß Christine Behrendt-Ewald zu verhindern. Sie hält souverän. Die zweite Halbzeit beginnt so, wie die erste aufgehört hat. Die Seelowerinnen sind überlegen, die Abwehr der Frauen des TSG Rot-Weiß funktioniert nicht so gut, wie es sollte. Und wieder ist es Nadine Stiller, die den Treffer für Seelow erzielt. Doch Mitte der zweiten Halbzeit wird es für die Seelowerinnen noch einmal gefährlich. Die Torhüterin Christine Behrendt-Ewald erkennt die Gefahr und schießt den Ball weit ins Spielfeld hinein, wo ihn, wie sollte es anders sein, Nadine Stiller aufnimmt und versucht ein 4:0 zu erzielen. Doch eine Gegnerin drängt sie ab und den Ball ins Aus. Auch der TSG Rot-Weiß-Fredersdorf-Vogelsdorf ist um das eine oder andere Foul nicht verlegen. Ein schmerzhafter Tritt auf den Spann und Claudia Bonak mit der Nummer 7 geht zu Boden. Sicher war dies keine Absicht. Claudia Bonak spielt weiter. Die Seelowerinnen ergattern eine ganze Reihe an Eckstößen, doch nicht einen einzigen können sie in ein Tor verwandeln. Wieder ein Foul und wieder gegen die Mittelfeldspielerin Claudia Bonak. Der Freistoß kann ebenfalls nicht in ein Tor verwandelt werden. Und damit endet das Spiel 3:0 für den SV Viktoria Seelow.